So, mache ich mir jetzt vorher kurz was zu essen, weil ich brauche was. Mein Magen beschwert sich. Ich glaube ja. Ich bin sofort da. Das mit dem Essen hat nicht so gut geklappt. Ein besser Try. Weiß nicht, was so eine gute Idee ist. Wenn er gerne Master Yield vor den Buffs zu spielen, auch irgendwie dumm. Aber der S-Tier-Jungler bringt auch keinen Spaß. Fuck it. Aber wie ist das in diesem League of Legends, Leute? Ich habe das so lange nicht gespielt. Hat sich was verändert? Sind die Leute nicht mehr toxic? Ist alles gut geworden, so wie mir immer versprochen wurde? Ist das Leben endlich wieder gut? Bestimmt, oder? Komplett neu und balanced? Geil, endlich. Weltfrieden, das klingt doch gut. Weltfrieden klingt super. Squishy Gegner, Crit Master Yi. Hail of Blades, Crit Master Yi. Incoming, Lethal Tempo, Crit Master Yi. So, dann wollen wir mal raufschauen, oder? Wie das hier so ist, wo sich alle lieben und alles gut ist. Es ist verrückt, dass jetzt Kate nicht herkommt. Genau so machen wir das. Die haben keine Wards mehr, die haben nichts. Geile Sache. Ich hab Smite, das braucht ihr gar nicht versuchen. Geil, schön, wenn das Team mal hört. Was macht er jetzt? Er geht wahrscheinlich Red Buff into Invade, right? Sollte ich hier nach Back gehen, kaufen und ihn dann facen? Weil gerade bin ich goldtechnisch halt genauso stark wie er. Das ist nicht so gut. Lass das mal machen. Krieg ich jetzt What the Fuck dafür, dass ich nicht gehängt gekommen bin? Mit 500 HP und 1300 Gold im Inventar? Glaub's ja wohl selbst nicht. Das sollte reichen für einen Assist. Komm schon. Ach, Mann. Ich wusste, dass ich ihm den Sprung eigentlich nicht geben darf, aber... Ach ne, er ist tot. Dann ich, okay. Ja, schwierig. Ich darf da jetzt gerade nicht vorgehen. Wenn ich jetzt vorgehe, ist er einfach raus. Ah. Ja, was denn? Ja, richtig, was passiert denn jetzt? Oh, wow, ich kann ihn nicht töten. Ich fühle mich immer gezwungen, dann zu beweisen, dass es nicht geht und dann passiert sowas. Und dann gehe ich in Mute. Yee, forever, so ist es. By the way, ich habe den Buff inzwischen gesehen, den Master Yi kriegt nächsten Mittwoch. Es wird nur sein Ult-Attack-Speed auf Stufe 2 und 3 erhöht. Also ist jetzt gar nicht so der wildeste Buff, ehrlich gesagt. Ist nicht schlecht, aber ist jetzt nicht verrückt. Macht sein Late-Game und Mid-Game nur ein bisschen stärker. Nee, ihr wollt jetzt nicht herkommen, oder? Hat zwar Ult, aber sollten wir schaffen, ne? E-Flash? Ah, keine Chance, scheiße. Das ist verrückt, wie mich das aus der Bahn wirft, wenn ich nicht mein übliches Jungle-Parting durchziehen kann. Bin ja mal komplett clueless, was ich machen soll. Die Nerfs und whatever, ja, die sind wirklich relativ meh. Also ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Mehr Attack-Speed gerade. Aber also ja, es ist halt ein Buff, was sollst du sagen. Aber ja, ist es relativ egal. Alles, was, also honestly, alles, was Master Yi's E oder Q nicht anfasst, ist nur ein sehr, sehr kleiner Buff. Also Master Yi's E ist immer der größte Buff und Master Yi's Q ist immer der zweitgrößte Buff. Also wenn E geändert wird, oh. Aber Bro ist ein bisschen low dafür, dass er so weit vorne steht. Hat er auch gemerkt jetzt. Aber die Frage ist, seid ihr einfach dran oder werde ich abgefangen? Was ist das Play? Ja, auf gar keinen Fall mache ich das jetzt. Ich bin ja nicht blöd. So, lass uns mal testen, ob sie da sind. Wir stellen die Vögel hier hin und queuen. Wenn sie runterlaufen, sind sie da. Wie sie dachte, dass das funktioniert. Was mit Movement Speed? Also der wird nicht verändert und wenn Movement Speed verändert wird, I guess, das wäre auch ganz nett, aber wurde, glaube ich, noch nie so wirklich. Weiß ich gar nicht, was für Auswirkungen das hat. Aber alles, also Master Yi's E ist halt die Ability, mit der dieser Champion steht und fällt, ne? Wenn Master Yi's E eine Sekunde länger haltbar gemacht wird, wenn Master Yi's E 5 Damage mehr kriegt. Holy shit, weil mit der E macht die Q mehr Damage, mit der E macht jeder Auto-Attack mehr Damage. Ohne E kann Master Yi nicht fighten, E ist alles. Shyvana-Nerf, du bist du frech, ich finde jede Form von Shyvana-Nerf gut. Ich mag den Champion nicht. I just die here, honestly. Das
Ist okay, doch, wir haben 5 Grubbies. We take the 5 Grubs. Mittel sind Anfänger alles Genies in LOL oder wird gesmurft, als gäbe es kein Morgen mehr? Yep. Ich glaube, Normal Games gerade als Einsteiger in League of Legends sind verrückt. Obwohl, nee, ich sollte die HD zum Dragon passen. Es tut mir leid, aber wir verkaufen dich hier. Du hast das HD nämlich auch. Ah, oh, guter Flash! Insaner Flash, actually! Ja, ohne Ulti hol ich da hier nix. Bitte, bitte, bitte zünde rechtzeitig. Ja, geil. Ah, bringt aber nichts, ne? Moment. Oh, vielleicht braucht er genauso lange, dass ich meine Ulti noch wieder kriegen darf. Reicht das? Oh, das reicht nicht. What the fuck? Oh, wait, what the fuck? Komm schon! Er hat nix! Er hat nix! Er hat nix! Aber wir haben den Kill, gut. Lass mich darauf! Lass mich darauf! Oh mein Gott, der ist genau in dem Moment weggeäht, wo ich hingeflasht bin. Ich war so ready dafür. Ich hoffe, dieser Surrender-Bot kam von der Caitlyn. Nämlich die letzte Person, die hier gerade surrendern darf. Die beteiligt sich null am Spiel hier. Müssen wir hier Tabis gehen? Kann ich hier Tabis gehen? Sollte ich Tabis gehen? Toplane muss ich einfach geschehen lassen. Der Junge ist doch ganz fein eigentlich. Ich bin Level 9. Wieso bin ich ein Level tiefer als der? Das gibt's jetzt nicht. Das ist die dritte Ult in Folge, die ich waste. Ja, aber den Drachen müssen wir jetzt eigentlich aufgeben. Er traut sich aber was hier. Ach, ist das verrückt, dass jetzt direkt auch Kha'Zix von unten kommt. Das ist meine vierte Ult in Folge, die ich waste. Bisschen verrückter Engage, muss ich sagen. Ich bin nur ein Level über dem Supporter. Please, bitte ein paar XP. Ein paar XP abgreifi. Nur ein paar XP. Bitte. Nicht viele, nur bissi. Das ist verrückt, das darf nicht. Das darf nicht passieren, dass das hier oben durchgeht. Ach, jetzt kommt Kha'Zix, ich raste aus. Der ist aber auch immer zur Stelle. Eigentlich sollten wir jetzt den Mitte abholen. Das hier ist jetzt komplett hopeless. Interessanter Versuch. Jetzt können sie halt Baron machen, aber den hätten wir nicht contesten können, also ist okay. Nichts kriege ich hier. Nix. Sie machen keinen Baron? Interesting. Jetzt ist der jetzt. Die nächsten Einzelfights müssen wir gewinnen. Ansonsten wird das Ding durch. Guck mal, der hier unten bietet sich sogar an. Na, den kriegen wir aber nicht. Ja, okay, jetzt haben wir verkackt. Der Busch ist jetzt schon voll mit Leuten, oder? Wo kommt der denn her? Der war unter uns? Ach, Mann. Warum mussten wir neben den Fight, ne? Wir mussten da irgendwie reingehen. Das war das Beste, was wir kriegen konnten. Kassa gegen Gaming, maybe? Oh, Big Kassadin Gaming? Ja? Ja? Ja, that's how I like it. Okay, okay. Ja. Kassadin ist tot. Ja, vielleicht like ich das doch nicht so. Nimm alles zurück. Nein, ach man, ist das ärgerlich. Bisschen schneller gewesen, ne? Nur ein bisschen, das wäre anders ausgegangen. Geil. Okay, we take that. Können wir davon Baron ziehen? Nicht wirklich. Kha'Zix ist Miss. Schade, ich hatte echt gehofft, dass wir noch jemanden abholen können. Naja, war gutes Gold nehmen wir mit. Muss ich hier eigentlich, muss ich Death Dance gehen? Ich glaube, ich muss Death Dance gehen, wa? Warum Death Dance und nicht Kraken? Weil die einzigen beiden, die mir eine große Gefahr sind, der ist relativ egal für mich, den kann ich ignorieren. Aber die drei machen alle super viel AD-Schaden. Ich habe das Gefühl, Death Dance gibt mir hier genug Schaden und gleichzeitig kann ich die dann überleben. Weil 1v1 gegen Kha'Zix verliere ich, glaube ich, gerade. Mit Death Dance gewinne ich das vielleicht. Wahrscheinlich ist Kraken immer besser. Aber ich spüre hier Death Dance. Weil ich so behind bin auch. Sonst könnte ich mir Death Dance als viertes leisten. Aber ich glaube, das ist nicht so geil. Sie haben ja schon so zurückgedrängt hier. Ist das kacke.
Oh ja, die Idee war so schön, aber die Ausführung so kacke. Und jetzt gehen wir trotzdem noch rein, obwohl ihr nicht getroffen habt? Das verstehe ich nicht ganz. Hast du das Top-Lane? Du hast das nicht, ne? Fuck. Die machen aber auch keinen Overstep nirgendwo. Auch nur einmal oversteppen die irgendwo. Das ist nervig, Mann. Ich kann jetzt aber auch nicht rüberflashen, das geht nicht. Ja, der ist weg. Er ist weg. Ist zu spät. Hab ich 10-mal gepinkt, war jetzt viel zu spät, dass wir da gekommen sind. Was? Junge, wo kamen denn die 2 Milliarden Schild her? Barrier plus E plus... Ach. Bro, der war so tot. Der war so tot. Ah, es ist verrückt, das Shielding. Ja, also... Boah. Master Yi fühlt sich nicht so mächtig an momentan, muss ich sagen. Fühlt sich überhaupt nicht mächtig an. Not at all. Klatsch mal bitte in die Cam. So?